Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Ja, wir haben jetzt gute Möglichkeiten, die Harmonie-Mission anzunehmen, die mit L und Oblivia und schießt die Wand an und sowas. Aber erstmal möchte ich kurz gucken, was denn die Voraussetzungen für die Ich raste noch aus hier. Die ständigen Versprecher. Die Handlungsmissionen sind. Ja, so ist richtig. Na komm. Was haben wir da Feines? Benötigter Level 1, wieder mal, nachdem es schon einmal auf 30 war, maximale Teamgröße 4. Erforsche das Valum zu 15% und beende die Harmonie-Mission Verfolgungsjagd. Gut, die machen wir dann. Mal gucken, wie lange es die Harmonie-Mission dauert mit L. Und danach gucken wir mal, was Verfolgungsjagd ist. Vielleicht machen wir auch noch ein paar Harmonie-Missionen von denen, die noch in der Stadt sind, wo wir das Level schon lange überschritten haben. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viele Harmonie-Missionen nicht gemacht, für die unser Level schon lange ausreichen würde. Und da dachte ich, vielleicht können wir die ja mal nachholen. Und da wir immer noch auf sehr, sehr, sehr viel Geld warten müssen, ich meine, ich möchte diesen übelsten Monster-Skell haben, der über 4 Millionen kostet. Und wir haben 1,1, fast 1,2, also das ist nicht wirklich viel. Auch wenn wir 60.000 kriegen pro Ladung. So, hier ist dann die Harmonie-Mission. Benötigter Level 38, maximale Teamgröße 4, Duck muss raus, L muss rein. Team, Aufstellung. Verpiss dich! So, der ist weg. Solange wir auf Reisen sind, mag Gigion hier der Ladenhüter sein. Uns einer steht stets gestiefelt in den Startlöchern. Also, was sagen Sie, lieber Freund? Wollen wir auf Wanderschaft gehen? Wollen wir gemeinsam unseren Wissensdurst begießen? Na, aber ich gehe mit dir gerne eintrinken. Nimm L in dein Team auf. Höchst angenehm. Unser einer wird auch versuchen, nicht im Steg zu wehen. Da hören wir dann wieder, wenn er kämpft. He fell for it, get it? Änderungen bestätigen. Zielregion NLA. Oh, wir haben wahrscheinlich Kapitel 10 noch nicht abgeschlossen. Das wäre natürlich möglich. Weil die Mission haben wir abgeschlossen. Da muss ich jetzt doch noch mal ins Blade-Quartier zurück, sonst machen wir die Harmonie-Mission nämlich doch noch nicht und verschieben die auf nach Kapitel 11 und machen vielleicht doch erstmal Verfolgungsjagd. Obwohl ich das dann lieber in einen Rutsch machen würde. Harmonie-Mission, Handlungsmission. Schieß mich tot, irgendwas. Schieß die Wand an. Genau, das hat Akaimi letztens rausgehauen. Wir waren irgendwie bei ihm. Und er wollte irgendwas sagen. Wahrscheinlich schieß mich tot und scheiß die Wand an. Und hat es zusammengewürfelt. Und es kam dann schieß die Wand an raus. Das war ziemlich lustig. Ich habe mich ziemlich beeiert. Ja, das ist Kapitel 10. Gut, das machen wir dann nicht. Das hier ist potenzieller Partner. Da fehlt noch eine ganze Menge. Freunde fürs Leben. Die besten Freunde sind die, die einen erstmal auslachen, wenn man hinfällt. Alles andere sind schlechte Freunde. Nein. Mechaniker unter sich. Level 47 bin ich auch noch nicht. Und das hier, Minister vermisst. Ach, der kann ruhig wegbleiben. Ah, ne, warte mal. Ich glaube, mit Minister ist Nagi gemeint, nicht der Anzugträger. Wenn es der Anzugträger wäre, dann... Ja, vergessen halt. Der ist nur Ballast. Ich kann den echt nicht ab, diesen Typen, diesen blöden Anzugträger. Vor allem, als ich die Geschichte gehört habe, dass der seinen eigenen Sohn auf der Erde hat zurückgelassen. Also, das war... Boah. Absolut heftig. So, ich glaube, ich weiß, wo die Mission ist. Wenn sie nicht dort ist, dann ist er woanders. Irgendwie logisch, oder? Ist er das oder ist er das nicht?
Hallo. Ach. Verfolgungsjagd. Maximale Teamgröße 4. Gut, aber wie gesagt, ich gucke jetzt erstmal in den Wohnbezirk oder so. Und da gibt es ja auch immer mal noch ein paar Harmoniemissionen, da können wir ja dort eine annehmen. Sobald sich die Map geladen hat. Oh, da sind auch noch Quests. Oh, wir haben hier wohl was gesammelt, dann können wir das ja abgeben. Oh, du riechst aber gut, oder? Ja, ja. Was meinst du, aus welchem Duft man das beste Parfüm machen kann? Ich denke mal aus den Sona-Blättern. Heißes Früchtchen. Der Verzehr kann Gefühle der Erregung hervorrufen. Mögliche Nebenwirkungen: Brusttrommeln und Freudenschreie. Nur mit Vorsicht zu genießen. Also das ist ein Aphrodisiakum, dieses heiße Früchtchen. Deswegen denke ich mal, wir nehmen eher das Sona-Blatt. Oh, das riecht ja super toll. So wohlriechend, oder? Lass mich auch mal riechen. Oh, eine süßliche Note, fast beruhigend. Ein wirklich schöner Duft. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass er dir auch so gut gefällt, Panya. Ich dachte, du würdest etwas Gewagteres bevorzugen. Ich habe eben auch meine sensible Seite, weißt du? Was meinst du, mein lieber Freund? Riecht gut, oder? So gut und süß, ja? Zustimmen. Was will man denn machen? Wenn man verneint, kriegt man die Hosen voll, den Arsch versohlen. Bei Blades, die vom Kap erschöpft sind, könnte dieser Duft tatsächlich reißenden Absatz finden. Eine entspannte Note im harten Arbeitsalltag sozusagen. Ich werde der Produktabteilung sagen, dass sie sofort loslegen können. Hier, das ist für dich. Danke für deine Hilfe und für deine Vielseitigkeit. Oh, jetzt haben wir sogar einen Hightech-Badetop. Noch ein Segment erforscht. Irgendwo ist hier ein Quest. Ah, Kirsti! Oh, bitte wieder eine Sondenmission. Schön, dass du da bist, Dana. Ich habe schon auf dich gewartet. Du bist der Einzige, der für diese Aufgabe geeignet ist. Kommen wir also gleich zur Sache. Zustimmen. Abgelehnt. Wie du bereits weißt, gibt es in LA jetzt eine Reihe außerirdischer Bewohner. Dank der Xenoform hat unsere Technologie riesige Fortschritte gemacht und auch der Handel hat davon profitiert. Bedauerlicherweise hat unser Miraniumverbrauch aber auch besorgniserregende Ausmaße erreicht. Was wir mit bereits vorhandenen Datensondern fördern, reicht einfach nicht aus, um den steigenden Verbrauch abzudecken. Würdest du uns helfen? Du könntest zum Beispiel das Frontiernav in Oblivia ausweiten. Hab ich ja überhaupt noch nicht gemacht. Es fehlt ja nur eine Sonde. Und wenn du schon dort bist, gibt es da noch ein paar andere Aufgaben, um die du dich kümmern könntest. Ich möchte, dass du 7 Buddelwürmer einsammelst. Diese hässlichen kleinen Schädlinge fressen Miranium. 2 Fliegen mit einer Klappe. Und dann will ich, dass du den Datenträger FN095 birgst. Wir sind uns ziemlich sicher, dass er irgendwo auf dem Kontinent gelandet ist. Dürfte nicht allzu schwierig sein, oder? Jawohl, jetzt haben wir schon wieder hier Verstärkungssonde G2. Ach. Das ist jetzt Pioniergeist Teil 3. Erkundungstour in Oblivia, dann kriegt man das wahrscheinlich nochmal für Sylvalum und für Kaultros, weil so war's. Ich lasse die Xenoform, die sich über Materialmangel beschweren, wissen, dass ich die Sache in unserem Top-Agenten aufgetragen habe. Aber fühl dich jetzt nicht unter Druck gesetzt oder so. Hahaha. Witzeln. Scherze, dass dir in der Tat kein anderer Blade als das Wasser reichen kann. Verziehe panisch das Gesicht und tritt nervös von einem Fuß auf dem anderen. Nein, wenn dann Witze. Hahaha. Witzig. Na gut, den lasse ich dir durchgehen. So, und jetzt aber raus mit dir. Zeig allen, was du kannst. Viel Glück und danke, Dana. Oh. How's it going? Nochmals vielen Dank. Oh, und wie immer kannst du dich in beliebiger Reihenfolge um die Aufgaben kümmern. Hauptsache, du sorgst dafür, deine Datensonden zu installieren, damit das ganze schöne Miranium reinkommt. Ich dachte, ich kann dir was abgeben. Also irgendwie eine Quest erledigen. Ja gut, dann halt nicht. Gucken wir erstmal, was das überhaupt für verschiedene Missionen sind. Buddelwürmer fressen Miranium.
Ah, sammle 7 Buddelwürmer in Oblivia, das klingt ekelhaft. Sam übergibt Kirsty in der Melville Street den Geschäftszettel 2500 Einheiten Miranium. Wenn 2500 Einheiten Miranium sau viel sind, ja, und man bei L 15.000 für eine Verbesserung oder mehr anbringen muss, da hinten ist ein Bluthummer, welcher normale Blade kann sich das dann leisten? Das verratet mir mal bitte. Das sind sogar, nee, ist einer. Ich dachte gerade, es wären zwei. Das ist doch völlig unsinnig, oder? Wait till you hear this. Gut, ich wollte jetzt... Oh, da vorne ist noch was. Also wie anscheinend lösen wir jetzt erstmal nur normale Missionen, so wie das aussieht. Christoph! Christoph ist wieder zu Hause! Hey, Christoph! Dieser verdammte Rüpelpotamus, wenn Aphrodite noch einsatzbereit wäre, würde ich mich an diesem Vieh rächen. Aha, ich könnte ausrasten. Ich drehe noch komplett durch. Was soll ich denn jetzt machen? Erstmal aufhören zu schreien, das wäre gut. Berichte Christopher, dass du den Rübelpotamus erledigt hast. Wie bitte? Du hast das Vieh für mich erledigt? Krass, dann musst du auch bei Blade sein, genau wie ich. Nee, ich sehe nur zum Spaß so aus. Er hat coole Freunde. Wahnsinn, du bist der Hammer. Ich kann gar nicht glauben, dass so ein Teufelskerl wie du mit so einem komischen Manon da rumhängt. Puh, aber gut, dass du dieses Monster für mich erledigt hast. Da kann ich wenigstens wieder ruhig schlafen. Jetzt muss ich nur noch meine geliebte Aphrodite wieder herrichten, auf dass sie noch schöner und heller erstrahlt als je zuvor. Aha, aha, ja, mir scheint, sie haben den emotionalen Zustand des Studienobjekts wieder in normale Bahnen gelenkt, richtig? Ach, das ist jetzt der Manon. Das ist also Wut, ja? Anscheinend sind Menschen sehr von ihren Urinstinkten getrieben. Was denken sie? Ein wenig wie Tiere vielleicht sogar. Boah, das war der Böse. Aber die Menge und Qualität der gewonnenen Daten ist hervorragend, stimmt's? Dann auf zur nächsten Testperson, wenn sie ihm bitte folgen würden, ja? Na toll. Ja, wir nehmen jetzt eine Harmoniemission an, wie gesagt. Wo ist denn die nächste? Wo ist es? Da hinten. Na, dann nehmen wir Wender, mein Scout. So. Ich muss mal kurz was gucken. Listen. Was? Collecticon? Ich wollte mal gucken, ob die Buddelwürmer häufig oder Sandgurke. Ah, ein Buddelwurm ist gewöhnlich. Gut, dann muss ich nur noch rausfinden, wo ich den finden kann. Ja, das ist ja toll. Er ist gewöhnlich, aber anscheinend nur seltener. Also es steht da nur selten an der Oberfläche zu finden. Na, jetzt gucken wir erstmal, was das hier für eine Harmoniemission ist. Maximale Teamgröße 4 und Gewinn ist noch mit. Ach, dieser Gewinn. Team. So, jetzt holen wir noch schnell Gwyn ab, was sonst. Und danach machen wir diese Harmoniemission dort, weil die schon lang... Oh! Wow, da sind wieder zwei Bluthummer. Plüschhummer, ach. Wo war jetzt Gwyn? Es ist alles noch nicht so geladen. Ah, ich bin genau richtig, genau im richtigen Segment. Dann muss er ja genau hier sein. Ich muss besser werden, ich muss mehr Erfahrung sammeln, sonst wird sich Irina nie 100% auf mich verlassen. Bist du unterwegs zur nächsten Mission? Bitte nimm mich mit, ich muss noch so viel lernen. Bitte, bitte. Wie ein Kleinkind. Danke, ich verspreche dir, ich tue alles, um dir kein Klotz am Bein zu sein. Das wird für dich reichlich schwierig. Du bist nämlich Level 25 und wir sind Level 41. Also, es ist nicht so toll.
So, darüber. Warte mal, kann ich jetzt hier. Auf das. Ist auf dem Haus irgendwas? Kein Plüschhummer. Ich hätte jetzt einen erwartet. Na gut, dann nicht. So, aussteigen und die Harmonie-Mission annehmen. Das ist Katzenjammer. Ja, benötigt. Also ich glaube, die schließen wir noch in diesem Part ab. Die kann jetzt nicht so schwer sein, es sei denn, wir müssen wieder endlos tausende Items sammeln. Dann ist das blöd, aber sonst. Hey there, Matthias. Hey Matthias. Gwyn, Sir. Ah, Gwyn, hallo, sag bloß, du bist mit Colonel Elmas Team unter. Ach so, warte, ich muss ja nicht reden. Tatsu is Tatsu. My name is Matthias. I'm the mediator. May I ask what you're all doing together, sir? I needed help on a mission, so I called in a favor. Jeez, Gwyn. Being on Arena's team is already impressive, but this is... wow. Actually, Arena and I both rely on Gwyn a great deal. What? Really? Man, I wish I could join an Elite Blade team. Maybe if I wasn't screwing up on the job all the time. Whoa, what's with all the doom and gloom, Matthias? You're usually so annoyingly upbeat. Hey now, Gwyn, come on, be nice. What's wrong, Matthias? Maybe we can help. Oh, I couldn't have elites like you wasting time on little old me. I'll work it out myself. It's nothing, really. Matthias not very good at whole lying thing. What? I'm not. Tatsu, smell your desperation. It desperation of friend who cannot decide what to eat for breakfast. Yeah, it's actually more of a work thing, so. Sprich über das Wetter. Dränge Matthias, euch von seinem Problem zu erzählen. Rede, du Mistkerl. Yeah, come on, it's obvious you want to talk about it. Here, why don't you think about it out loud, and we'll just happen to casually overhear. That's kind of weird. Matthias, seriously. At the end of the day, we're all Blades here. If there's a problem, then just tell us. Sir, I... Yeah, all right. If you really don't mind, I need your help. Here, take a look at this. Oh my god, how adorable! I love cats. Love to eat them, Lin means, just like Lin does all adorable creatures. What? I'd never eat a cat. She's my problem, actually. Her name's Aisha, and I need help finding her. Oh no, your cat ran away? That's horrible. I feel silly troubling you with something so minor, but she hasn't been home in over a day, and I'm worried sick. Hold on a sec. I thought you said your problem was work-related. Is the cat somehow related to your job as a mediator? Actually, she is. She's part of a study on the adaptability of Earth species here on Mira. Huh. That does sound important. Yeah, well, it's not like I'm shooting indigens in the face like you guys. Sag ihm, dass er stolz auf das sein soll, was er leistet. Versichere ihm, dass seine Arbeit auch wichtig ist. Belehren oder schelten? Belehren. Can do it either. Lin's right. I'd be lost trying to attempt your line of work. We each choose the tasks that best let us express our unique talents. Thank you, ma'am. Right then. Let's get out there and find little Aisha. And LA is a pretty big place. I'm not exactly sure where we'd start. Are there certain areas she frequented you can tell us about? A few, I suppose. Though I already searched all the nearby parks and such. Beyond that. Let's see. Do you have anything with her scent on it? Maybe Tatsu here could sniff her out. Tatsu is not bloodhound. How the heck do you know about bloodhounds? Actually, I just thought of something. A few times she came home covered in oil, like motor oil or something. It took forever to scrub it off her. Motor oil, huh? That would narrow it down to the industrial district and the lower administrative district, no? All right.
We'll check out the lower administrative district. Matthias, you take the industrial district. If you find anything, let us know. Understood. Thank you, everyone, and sorry again for all the trouble. Alles klar, wir müssten eine Katze finden. Das ist ja wahnsinnig spannend. Und sie ist irgendwo im Industriegebiet oder im Verwaltungsbezirk. Kann ja eigentlich nicht so lange dauern. Und zack, sind wir auch schon im... Wow, 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 wow. So, dann gucken wir mal rum hier. So, wo ist das Neko? Ah, das ist nur ein Scheinwerfer. Gut, das sah jetzt seltsam aus. Sprengmeister einmal eins. Nein, das war's nicht. Ich glaube, das letzte Mal haben wir auch so was Goldenes gefunden und dann war es ein Hinweis auf die Quest. Wir sollten irgendwie über irgendwas Informationen sammeln. Guess what? Ah. Na, das war das jetzt nicht. Sie hat auch einen Namen, die kleine Katze. Aisha heißt sie. Da ist es doch. War das jetzt nicht? Ach, das ist hier alles darum. Nee, nicht alles, aber vieles. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal was über diese Katze gehört. Was ist denn das hier für ein Skerl? Könnte fast Elmar 2.0 sein. Die haben gerade über Tatsu geredet. Wo ist denn nur der Hinweis zu der blöden Katze? Hoffentlich ist er nicht über uns. Steht ja da, die Ebene des Verwaltungsbezirks kann auch über uns sein. Nee, in der unteren Ebene. Nee, alles klar, hab mich verlesen. Dann muss hier ja irgendwo die Information zu dieser... Da, hier vielleicht. Ja, nee. wo ist die blöde Katze? Hier ist noch ein Hinweis, aber auch nichts zu der Katze. Ah, wir haben sie. Ah. Triff Matthias bei der Allzweckfabrik im Industriegebiet. Gut, dann machen wir das natürlich. Wie gesagt, ich möchte diese Harmoniemission gern diesmal abgeschlossen haben. Irgendwie scheint sie ziemlich langweilig zu sein. Oh, wow, 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 wow. Nicht so hoch. Hier ist er. Luck, sir? No cat, but some info. Did something happen to Aisha? No, nothing like that. A curator saw her, at least a cat that looks like her, down by the cliffside beach. What? You mean she got out of the city? Sounds like it. Oh, my poor Aisha. I have to rescue her right away. Thank you all so much for your help. Whoa, hey, wait, Matthias!
Ganz schlechte Idee. That area is teeming with dangerous indigens. Team Tatsu should hurry before Matthias and Kitty Cat become snapped for beasties. We've come this far. We might as well see the whole thing through. Verdammt, ich habe meinen Scar vergessen. Nee, Moment mal. Nee, ich habe ihn hier hinten abgestellt. Ich habe gerade gedacht, ich habe meinen Scar verloren. Aber er ist ja hier. Ach, zum Glück ist Tatsu immer dabei. Tatsu ist wirklich einer der besten Charaktere. Oh Mann, wir haben schon wieder haufenweise eingenommen. So, wir sind jetzt bei 1,27 Millionen. Also 1,27 mal 10 hoch 6. Credits. Um wissenschaftliche Notation mal hier an Mann zu bringen. So, da vorne der Strand wird es wohl schon sein. Wir können theoretisch in die Entschuldigungsform übergehen. Wie ich es nicht gewusst habe. Oh wow, hier sind bestimmt ein paar Grexe. Oh nein. So, es lädt. Ja, da ist er. Hold on, Matthias. We're coming. Wir kommen. Naja, also für den steige ich jetzt nicht in den Scheiß-Skerl. Was habe ich gesagt? Nein, natürlich nicht Scheiß-Skerl. In meinen Super-Ultra-Mega-Skerl. Der nicht mehr der Hippie-Skerl ist. Nein, das Vieh ist Level 20. Das ist doch gar nichts. Wenn sogar Flankenkleider Schaden macht. ...109 Erfahrungspunkte, das glaubt ihr, einbekommen garantiert. Quinn, all of you, thank you so much. Are you insane? A non-combatant like you has no business in a place like this. Aisha! Huh? Aisha! Hey, come on, girl, let's go home! Aisha! Oh. Well, perfect. We managed to scare her off. Do you have anything she likes? Food or something? She always loves it when I give her her Kieran catnip. Perfect! When Tatsu wander off, Mama Pon always set out food to lure him back. Yeah, well, Nopon and cats seem to be about the same intelligence level, so... Huh? Oh nein, der Blick gerade. Habt ihr den Blick gesehen? Das... Oh mein Gott, also... Oh nee, das war ja gerade so super von Tatsu, dieser Blick. Nein, cool. Hey, are you sure about this? Yeah, I can trigger the door remotely from my comm device once she's inside. So what, we just stand around and wait until she decides to waltz in? I'm afraid so. Sorry. It's fine. Standing by is an important element of some missions. She sure is taking her sweet time. You think she'd be starving by now. Sir? Hmm? Have you ever owned a pet before? Yeah, a dog back on Earth. Why? I could tell from your face when you suggested luring Aisha with food. Yeah, that dog was an idiot for food. Quiet. Well, that sure as hell ain't Aisha. Oh no! Aisha! Oh hell, she's gonna fight it! Dude, seriously? Aisha, you idiot! You're the idiot here! Huh? We'll handle this. You and Aisha get back to NLA. Yes, sir. Die hätte den fertig gemacht. Die hätte den locker die Fresse poliert. Zündung! Nee, eiserner Griff.
Ja, gleich, Elmar, wenn die zweite Aufladung da ist. Nämlich jetzt. Ein Gierschlund Vorfex. Noch nie gehört. Ach ja, ich habe ja 100 Scherben, ganz vergessen. Ui, 7 EP. Gut, jetzt gehen wir noch zurück. Wahrscheinlich hätten wir die Katzenminze eigentlich erst theoretisch sammeln müssen, aber ich habe das schon öfters gelesen, Kiran, Katzenminze. Deswegen war das jetzt kein Problem. Jetzt gehen wir noch nach NLA zurück, reden mit dem und dann haben wir es auch. So ein Aufstand wegen so einer Katze. Na gut, ich werde wahrscheinlich dasselbe machen für unsere Katzen. Ah, hier vorne. Wo ist er? Ist er noch nicht geladen oder was? Ah ja. Hier hinten noch ein Bluthummer, ein Plüschhummer. Ich sehe gerade keinen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich, wo ich noch suchen soll. Wird immer schwieriger, die zu finden. So. Aisha's home safe. It's all because of you. Thank you all so much. Just try and make sure she can't get out again, okay? I'm afraid that's not really an option. It's not? Just as we have our missions, Aisha has hers. And that mission is a tough one. To roam this great land of Mira one piece at a time. Wow. Is that how you collect your data? Exactly. I need her in one piece for my research. Past that, she's on her own. Oh, please. If this was only about gathering data, you could have used Frontier Nav. Admit it. You were worried sick about her. Hey. There goes Kitty Cat. Stay safe, little friend. Vielleicht können wir sie als Teammitglied aufnehmen. I'm almost jealous. I look forward to the day I can run around in my real body again. Wirf die Befürchtung in den Raum, dass dieser Tag nie kommen wird. Nein, auf keinen Fall. Although, you guys are in for quite a shock when that day comes. Huh? Why is that? Why spoil the surprise? Oh, Emma, ich freue mich auch, wenn ich wieder meinen richtigen Körper habe. okay, ja, aber ja. Wir haben die ab. Langschwertechnik Ultraschlag. Das ist wahrscheinlich eine von Gwyn und jetzt. Ja. Hallo, was machst du an meinem Skell? Der hat gerade meinen Skell sauber gemacht. Glaube ich. Sah so aus. Dieser komische Typ da, dieser NPC. Ich glaube, wir haben jetzt noch Harmonie-Mission hier im Wohnviertel, Geschäftsviertel. Nee, sieht nicht so aus. Wie sieht's im Industriegebiet aus? Kommt. Oh, hier gibt es tatsächlich eine Harmonie-Mission. Ah ja, genau unter uns. Gut, Leute, aber... Na, wir gucken mal kurz und danach... Benötigt da Level 19, maximale Teamgröße 3, hoch die Tassen. Kann nur nachts angenommen werden. Zielregion Sylvalum. Okay. Gut, Leute, wir beenden dann hier erstmal die Folge. Und ja, nächstes Mal
machen wir dann die Harmonie-Mission. Die ist für Level 19, scheint auch nicht so anspruchsvoll zu sein. Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein!